Einen schönen guten Tag, liebe Freunde, und ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Lego City Undercover. Ja, wir stecken immer noch in der Bluebell-Mine, wo anscheinend es sehr kalt ist. Ansonsten kann ich nicht erklären, warum Chase McCain gerade etwas gehustet hat. Aber gut, es kann ja mal so sein. Wir sind immer noch hier, haben ja eine lustige Achterbahnfahrt erlebt. Okay, und ich glaube, da muss ich gleich was aufbauen. Ja, und ich denke, da brauchen wir wieder Steine für. Aber ich denke mal, jetzt, da wir im letzten Part ja diesen großen Stein da gefunden haben, sollte das kein so großes Problem werden. Also wir haben ja im letzten Part eine ganze Menge an, an lustigen Orten entdeckt in dieser Mine. Hier beispielsweise sind wir einen riesigen Schacht runtergeflogen. Ja, einfach mal so. Gut, da habe ich zwar nicht auf Chase eigens berufenen Countdown geachtet, aber naja, komm, was soll's. Wir haben das, ja, ganz Lustiges erlebt und befinden uns nun in einem anderen Teil, wo wir wohl wieder was aufbauen müssen. Aber erstmal finden wir hier mit unserem Detektor ein paar Fußspuren, die uns bestimmt wieder zu irgendeinem Secret führen. Nämlich hier. In diesen Tonkrügen. Aber leider nur Geld. Achso, und Dynamit. Und Dynamit. Dynamite. Da habe ich doch dieses Lied, ne? So, das kommt rein. Das wird jetzt gesprengt. Es wird wahrscheinlich eine kleine Explosion geben. Ja, würde ich auch mal so sagen. Von so einer Explosion nicht wach zu werden, die drei Meter neben einem passiert. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wieder einen schönen Block aufbauen, um dann da wieder hochzugehen. Ich denke mal, wir werden hier irgendwo noch einen Stein finden, denke ich mal. Oh, und schon wieder diese Idioten, die so gar nichts können. Nach einem Schlag sind sie ja schon am Boden der Tatsachen und dann ohne Probleme eingebuchtet. Aber auch die Verkleidung als Bergarbeiter ist echt eine lustige Sache, wo man diese mit dieser Spitzhacke die ganzen... Ah, und da war doch tatsächlich so ein großer Stein. Ich hab's doch gewusst. War ja eigentlich klar. Oh, und jetzt haben wir 30 Stück. Also wenn man das mal beim letzten Mal betrachtet, wo wir fast... wo wir kaum welche hatten, ist das jetzt schon um einiges besser. Und ich würde mal sagen, wir klettern hier nochmal ein bisschen rum und schauen uns hier um, weil vielleicht gibt es ja hier noch mehr. Nächstes Mal, wenn ich eine Spritztour mit der Lore mache, sollte ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nichts mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht. Oh, und der ist runtergefallen. Naja, was soll's. Hui. Vielleicht schaffen wir es auch in diesem Part ja endlich die Leiste da oben voll zu kriegen, direkt im ersten Anlauf. Aber ich denke mal, wenn das Haupt-LP zu Ende ist, werde ich die ganzen Missionen alle noch einmal machen. Dann habe ich auch alle Verkleidungen dann. Boah, gibt es eine Menge Kohle. Und dann, werden wir noch bestimmt das eine oder andere Secret finden. Okay, aber ich denke mal, jetzt kommen wir hier wohl nicht weiter, wenn ich das so richtig sehe. Ich brauche eine Fackel. Der Vorarbeiter wollte mich sicher nur veräppeln, als er sagte, dass es in der Mine spukt. Hat mich da was berührt? Auf jeden Fall, da oben geht es nicht weiter, da müssen wir wohl später mal lang, dann gehen wir mal erstmal hier lang. Und ich weiß auch nicht, was... Ah, da ist doch eine Fackel. Ja, dann, dann kommen wir dann doch noch hoch. Und machen noch ein bisschen kaputt hier in diesen lustigen Minen und nehmen die Fackel mit. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiße des Angebots. Lunte anzünden und Abstand halten. Okay, also ich glaube, das wird jetzt... Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiße des Angesichts. Ein bisschen Explosion. So, dann kommen wir hier hoch. Das nehme ich mir auch nochmal mit. Das kann ich ja kaputt machen. 1 von 5. Okay. Das müssen wir kaputt machen. Interessant. Ja, das brauche ich doch gar nicht. Muss mich hier doch gar nicht
muss mich hier doch nicht ständig umziehen. Das kann ich doch auch so machen. Also haben wir eine weitere Aufgabe hier zu erledigen. Nämlich diese ganzen, gelben Kristalle abzubauen. Würde ich mal sagen. Und der war nicht, nicht ohne. Also der war schon etwas gefährlich. Und wir brauchen mal wieder unseren Räuber. Ich finde es echt gut, dass man ständig über den, dass man ständig die ganzen Verkleidungen alle nutzen muss. Finde ich eine gute Sache. Vogel befreien. Okay, jetzt muss ich auch noch Vögel aus ihren Käfigen retten. Okay. Und ein neuer Legostein. Damit haben wir jetzt 30.000. Das ist echt cool. Und wie hoch wir hier klettern. Aber ich glaube, so langsam, wenn wir jetzt so viele haben, dann brauche ich nicht ganz so viele. Hier runter, ne? Juhu. Und noch ein Stein. 40.000. Also hier gibt es echt eine ganze Menge. Hier gibt es echt eine ganze Menge. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wir müssen ja immer noch dieses... Der Boss hat gesagt, dass wir schon 6 Tage keinen Unfall mehr hatten. Ja, vielleicht. Und schon wieder ein Stein. Also jetzt geht's ja mal richtig ab hier. Also wenn man dieser Bauarbeiter ist, dann kann man hier richtig viele Secrets finden. Okay, das war ein Rohr. Okay. Naja gut, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder unten und können jetzt hier endlich die Baute abschließen. Oh, und da braucht man echt eine ganze Menge für die Bergbahn. 22.000. Okay, und warum soll ich dann reingehen? Ach ja, weil ich ja Hinweise brauche. Ja, danke. Naja. Ach nö. Ja, aber wenn natürlich so ein Idiot da natürlich ist, ist das ja klar. Halt dich gut fest, Chase. Das sollte ihn aufhalten. Beine dran, Arme dran, Kopf dran. Ja, dann haben wir ja wenigstens noch einen Grund zur Freude. Was ist das? Keine Ahnung, was das soll. Leuchtet irgendwie so komisch. Na gut, das soll aber Dekoration sein. Gibt's ja hier mehr, okay. Ja, was dieser Idiot da meinte, jetzt hier irgendwie mich so aufzuhalten, der hat sich getäuscht. Oh, ich darf nicht ins Wasser rein diesmal, okay. Schick, schick. Jetzt habe ich auch eine ganze Menge Klunker dadurch verloren. Das ist ja auch leider blöd, dann... Okay, und der meint hier jetzt mit solchen Dingern da runter zu schmeißen. Ja, wenn er das meint, dann soll er das ruhig meinen. Und hier wieder was zum Aufbrechen. Wieder so ein Vogel, ne? Ja. Ein neuer Vogel. Wow, das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. Oh, da sind schon wieder diese Idioten, die nichts können. Ja, schleuder sie an die Säulen. So. Nö, da können wir nichts machen. Die ganzen Steine, die wir ja auch gesammelt haben, fast vollständig umsonst. Das ist ja auch... Naja, gut, was soll's. Was soll's, man kann es ja nicht ändern. Man kann es ja nicht ändern. So, eine Menge Gesteinchen wieder hier. Ach, das war ja von der Seilbahn. Können wir die eigentlich auch kaputt machen? Nee, die leuchten aber schön. Findet ihr auch? Ich finde, die leuchten sehr, sehr schön. Nee, da kommen wir nicht durch, aber nee, da kommen wir auch nicht durch. Ach, und schmeißt er da schon wieder mit seinen Steinchen. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir den Polizei... die Polizeiverkleidung mit denen brauchen.
eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch mal sagen, dass das nicht so eine gute Idee wäre. Die Zahnräder kaputt machen. Okay, mehr ist hier nicht. Echt, mir gefällt die Mine ganz gut, muss ich bisher sagen. Also, gut, das Hochhaus, das war zwar ganz lustig, aber... da war noch so, so geht so. Das Gefängnis, das war richtig cool. Und jetzt die Mine hier, die finde ich echt. Man muss immer zwischen den Verkleidungen mal hin und her wechseln. Da braucht man den Verbrecher und dann wieder den Polizisten. Na gut, das Standard-Outfit, das braucht man eigentlich nicht so häufig. Ja, und hier brauche ich wieder Rubine und dann brauche ich wieder euch. Muss ich euch wieder hinter schwedische Gardinen bringen. Wie man das ja auch so nett sagt. Ja, dann mache ich erst das Ding hier kaputt. So, komm her. Schön mit einer Rolle an die Wand gehauen. Und tschüss. Kann ich hier nicht bauen? Nö, anscheinend nicht. Ja doch, ich muss noch mehr kaputt. Muss noch mehr kaputt machen, wie mir scheint. Okay. Okay, okay, okay. Sieht mir ja nach einem Dynamit-Automaten aus, ne? Ist das Dynamit? Ja doch, ist Dynamit, okay. War jetzt nur mit dem Licht ein bisschen komisch. Ist das, sitzt da schon wieder einer drin? Ne, diesmal nicht, glaube ich. Und das ist schon wieder so ein Ding. Okay, aber die ist noch gesperrt, okay. Die haben wir ja auch schon mal des Öfteren gesehen, diese komischen Platten. Und wieder ein Vogelchen. Den befreien wir natürlich sofort. Aber vorher mache ich noch die Steine hier kaputt. So, jetzt wird das Vögelchen befreit. Warum sind hier eigentlich Vögel eingesperrt? Das muss mir auch mal einer verraten. Naja, ich weiß es nicht, wieso. Vielleicht erfahren wir es ja noch. So, wieder mal Dynamit. Für dieses Dynamit, für dieses Diamanten-Toilettenhaus. Muss es ja eigentlich, weil sonst hätten wir es ja, würden wir es ja mit der Spitzhacke aufkriegen. Okay, das sieht mir nach einem Katapult aus. Aber ich möchte dann doch, also ich glaube, da komme ich gar nicht hin, ne? So, nochmal, den hier wieder schrotten. Gibt nochmal ein paar Steine und Geld. Und wir sind Lego City Held zum ersten Mal. Ja, das passiert dann, wenn die Leiste voll ist. Und das gibt dann nochmal ein Extra. Okay, werden wir zu einem Arzt noch als Verkleidung? Das scheint mir so, wenn ich das Symbol da so sehe. Aber da rein komme ich wohl nicht. Oder kann ich das hier noch kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann keine Ahnung. Dann geht's jetzt auf mit diesem Katapult. Und da kommen wir ja hier hoch. Hier geht es wieder schön viel zu zerstören. Da ist wieder was gesperrt hier links. Da kommen wir nicht durch. Aber wir können natürlich hier lang. Ja, wo ist der Stinker? Das möchte ich auch gerne wissen, Chase. Aber noch haben wir ihn nicht gesehen. So, wo geht es jetzt hier weiter? Müssen wir jetzt hier rein? Ja, scheint mir so. Zumindest kommen wir hier rein. So, aber das kann ich hier nicht. Aha, ja, also hier komme ich nicht rein. Okay, mehr kann ich hier nicht machen, tatsächlich. Gut, ja, wo geht's dann weiter? Das ist jetzt die spannende Frage. Wo ist die spannende Frage? Hier noch die zwei einsammeln. Wo geht's hier weiter zum Teufel? Würde ich gerne mal wissen. Oder hier? Nö, auch nicht. Okay. Ich weiß gerade nicht weiter. Und was war da noch? Okay, da war gar nichts mehr. Ne, da war doch auch nichts. Wo geht's denn jetzt hier weiter zum Teufel? Kann es sein, dass ich hier jetzt gerade ein bisschen etwas hänge? Das fände ich ja mal ein bisschen komisch. Oder muss ich denn doch hier hin?
Nö. Nö, 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 da geht's auch nicht weiter. Ist gesperrt. Wo geht's denn dann weiter zum Teufel? Blicke ich hier irgendwas nicht, oder? Oder scheint mir nämlich so, dass ich hier irgendwas nicht blicke. Oh Gott, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ja, mehr oder weniger. ja, ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Das ist ja echt, ja, also bis... Ja, ist ja immer fast schon erstaunlich, dass ich immer nicht weiterkomme. Na, da kann ich noch was kaputt machen. Ja, gut, bringt aber nichts. Bringt aber nichts. Irgendwie mit einer anderen Verkleidung? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, das ist jetzt mal mehr oder weniger super. Dass ich jetzt nicht weiterkomme. 16 Minuten. Ja, also das, was ich jetzt sagen könnte, wäre, dass ich mal einen kleinen Cut mache. Oder mal suche, wie es weitergeht hier, weil ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich komme da ja nicht rein. Aber Moment mal, das kann ja nicht sein. Ich habe ja eigentlich keine andere Verkleidung. Gut, ich könnte es jetzt nochmal ausprobieren, irgendwie diesen Safe aufzuknacken, aber das muss ich eigentlich mit so einem Stethoskop machen und das habe ich ja nicht. Ach so, als Räuber, ja, okay. Ein Räuber hat das, okay. Na, toll. Ja, gut, ich sag mal nichts dazu. Okay, dann geht's jetzt doch weiter. Versteckt das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Okay. Ja, sehe ich auch so. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Oh. Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Taktert jemanden, der uns einen neuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Na super. Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Oh, na das ist ja super. Gut, dass Danby mich hergeschickt hat. Jörg. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia. Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erstmal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Kung Fu. Coole Sache. Spezialauftrag, finstere Minen in der Mine. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Und freigeschaltet Ross Wilding, wie auch immer das ist. Und zum ersten Mal 100% für Lego City Held. Und das bedeutet, wir kriegen nicht nur einen goldenen Stein, sondern direkt einen zweiten. Ja, und das bedeutet, wir können dann, ja, was sagt die Zeit jetzt? Ja doch, ein bisschen können wir noch machen. Ein bisschen können wir noch. Sind sie jetzt gerade bei 20, 30, aber komm, ein bisschen können wir noch. 19, 30. Ja, und dann wieder der lustige Ladebildschirm. Ja, hat ja jetzt nicht allzu lange gedauert. Also war jetzt schon ein bisschen länger, dass wir den gesehen haben. Wenigstens ist die Musik ja ein bisschen ansprechend. Und man kann es ja auf dem Gamepad sehen, wie weit der Fortschritt ist.
Okay, der war zwar noch nicht fertig, aber gut. Kapitel 4, wenn es hart auf hart kommt. Dass ich kein guter Kämpfer bin. Rex war dort. Hey, Chase, er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Dojo gehen und trainieren, damit das nicht noch einmal gelingt. Puh, und was willst du jetzt machen? Okay, ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Lerne von Barry im Tempel-Dojo Selbstverteidigung. Okay, wo ist denn das? Ach, das ist ja nicht ganz so weit entfernt. Aber ich hoffe mal, dass ich irgendwo eine Straße finde. Oder muss ich da tatsächlich, nee, hier gibt's erstmal keine Straße. Das bedeutet, ich muss erstmal auf dem Fußweg laufen und dann gleich zur Straße gehen. Ach, na, super. Naja, also, ging ja mächtig ab hier und wird echt Zeit, dass wir mal ein bisschen Kung Fu lernen, weil das, was Chase, nicht Chase, sage ich jetzt schon, was, oh, schick, schick, was ich da gerade mal so sehe, erstmal ein Stein. Weil das, was dieser Rex Fury da macht, der muss ja echt mal dingfest gemacht werden. Oh, da ist es schon, da sehe ich schon. Aber jetzt möchte ich doch gerne eine Mitfahrgelegenheit. Oh, toll, der ist weg. Mitfahrgelegenheit. Oh, der ist auch weg. Ah, ja, ah, hier. So macht man das am einfachsten. Oh, aber hier ist noch eine super Baute. Ja, bremst doch. Da kann ich mir hier dann wieder bestimmt irgendwann... Cooler Zementmischer. Kann ich mir bestimmt irgendwann mal wieder hier was... ja, Rufsäule. Kann ich mir hier wieder einen Rückweg schaffen dann mit meinem eigenen Auto. Superbau errichtet. 4 von 65. Freigeschaltet, Vigilien, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und der 10. goldene Stein. Juhu. Oh gut, ich denke mal, das Stück hier könnten wir jetzt eigentlich auch zu Fuß laufen, aber naja, was soll's. So, parken, bremsen, parken. Gut, so mitten auf der Straße. Naja, fährt eh kaum jemand. Gut, sag nicht, ich muss hier schon wieder was bauen. 30.000! Oh Gott, ja, ich war mal wieder super. Es war mal wieder eine super Idee. Ah, gut, ich würde mal sagen, ich sammle offscreen ein paar Steine. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich dann hier ein bisschen den, das hier wieder zusammensetze. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. War ja mal wieder richtig actionhaft, dass wir endlich mal auf Rex Fury begegnet sind. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Oh, und da ist ja schon wieder ein Stein. Ist ja super. Zumindest einer. Wir brauchen aber noch mehr als die Hälfte, mehr als das Doppelte. OMG.